Ja. Ich muss jetzt nochmal mit der Fleischkraft, dass ich da direkt das aus dem Oktober fahre. Ach, hast du Basmu genommen? Ich habe diese Woche den ersten gesehen, der hier sein Dingsbums, Dingsbums, das von der Stahllizenz hat. Dieses Operator-Aussehen. Ah, interessant. Muss man noch den neuen Schalter drücken. Ach Ist auch ein Mensch. geiler. Ich hasse den Aufzug. Ja, da ist wirklich Schrott. Basmut geht aber hoch. Also zumindest in dem Loadout, in dem ich habe. Also. Insbesondere wenn du auf den Kopf zielst. Ich meine, der größte Gegner sind sowieso die Könige, weil die alle gepanzert sind. Ich glaube, die nehme ich vom Rest vom Stahlpfad. Ah, weil ich wahrscheinlich Munition kümmern muss. Naja, der Basmu, die hat ja unendlich. Ja. Mit der Karre ist nämlich schon mal die Munition ausgegangen. Und die Kuba-Karre, die ich habe, die scheint auch nicht so effektiv zu sein. Autsch.
Ist doch irgendwo einer. Ach! Mein Fisch falschen Ort geschossen. Ich werde dann aber mal die Sekura Panda anlegen in meinem Loadout. Mal schauen, wie die sich auf den Stahlpfad macht. Ich habe jetzt gestern versucht, einen Ayakura-Karak zu kriegen. Ah. Und nicht. Und die ganze Zeit keine Karak. Ja. Das Übliche, das was du willst, kommt nicht. Und das was kommt, willst du nicht. So, ich rüste jetzt aber erstmal kurz. Noch was. Ach ja. Achso, ne. Exilus Waffenadapter. Kaufe ich nicht für 20 Platin. Ich bin bescheuert. Oder andererseits. Oder ich kann es einfach spielen. Ach so, du mal hier da deins noch mit. Oh. Ich habe gar nicht meine Penta ausprobieren. Zu schön. Ich verpasst, dass ich hier reinstecken muss. Wenn du eine Disco-Kugel hast, kannst du da rüber schicken. Ich habe nicht genug Energie. Ja, ich müsste Energie aber mal einsammeln. Ich hatte jetzt nicht so viel Energie eingesammelt, das war mein Problem.
Komm. Ich habe jetzt ja mal eine Runde CNC vor kurzem gespielt gegen den schwer gegen eine schwere KI. Die KI war strunzend doof, da war nämlich irgendwie Wasser zwischen uns, die Einheiten, die standen dann irgendwo an den seiner Küste. So dass er nicht gekommen ist. Also, Red Alert KI kann nicht mit Wasser umgehen und Tiberian Form KI kann nicht mit Sandsäcken umgehen. Ah. Ups. Gut zu wissen. Da habe ich mich gewundert, warum der nicht kommt, bis ich das gesehen habe, dass der seine gesamte Armee an einer Seite stand. Hafen hat er nicht gebaut. Nee, Hafen hat er nicht gebaut. Der ist dann erst mit Panzern gekommen, als ich mit einer, so mit ein paar Einheiten gekommen, als ich meine Basis weiter ausgedehnt habe. So, dass die Wegfindung ein bisschen anders war. Achso, jetzt brauchen die scheiß Schlüssel wieder. So. Sakura Penta, die ist schön. Geht schön in der Einstellung. Der Brahma ist trotzdem lustiger. Besser geeignet. Halt, ich will nicht zum Schlüssel, ich will zur Konsole. So ein Scheiß. Müsste erstmal alle Waffen nachladen. Ach, ich habe ein Schildbild dran. Gott, ich gleich gerafft. Diese Woche, wenn du 20 Grabs übrig hast, kannst du auch hier dieses Augment für die Mirage kaufen. Wo deine Disco-Kugel nah bei dir bleibt. Ach ja, für 4 Sekunden das Ding. Was es hier beim, wie heißt der, gibt. Muss ich nochmal angucken, weil ich dachte so beim Ten irgendwas. Weil da hat mich ja so ein Ding, da folgt mir diese Kugel für 4 Sekunden. Aber das Augment, das könnte doch, wenn es in
Nightwave was anderes ist, das könnte durchaus praktisch sein. Muss ich nachher mal schauen. Oh mein Gott. Wir haben das Grenierschiff gesprengt. Schnell weg hier. Achso. Gut. Wechseln wir wieder zur Brahma. Da wisst ihr ja zumindest, dass der Panda ein guter Ersatz ist, falls sie die Brahma noch weiter nerven sollten. Prost. Gucken wir mal weiter. Wir haben eine mobile Verteidigung und eine Verteidigung. Was zuerst? Ist mir eigentlich egal, wodurch wir uns als erstes quälen. Beginnen wir.